Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sammelkartenspezial. Und ja, ich habe hier heute mal einen Starter von Cardfight Vanguard und zwar den Overdress Starter 06 mit Mirai Minai. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Keine Ahnung, aus welchem Anime oder Manga die sein soll. Hier steht noch Sealed Blaze Maiden und Featured Nation Dragon Empire. Ja, ich zeige euch hier nochmal kurz alle Seiten so ein bisschen. Ihr kennt das ja von mir. Und ja, hier einmal die Rückseite. Die kann ich euch auch mal in einer Nahaufnahme zeigen. Wir haben hier ein 50 Karten vorkonstruiertes Deck. Dann gibt es noch diesen Playsheet mit Manga Guide auf der Rückseite. Und einen First Guide. Es gibt neue Mechaniken. Gut, wobei ich auch sagen muss, ich habe keine Ahnung, wie man Cardfight Vanguard spielt. Ich finde einfach nur die Karten genial, ne? Und ja, dann haben wir hier unten noch so ein bisschen offiziellen YouTube- und Twitter-Channel und E-Mail-Adresse und hast du nicht gesehen. Ich kann euch, wenn ich dran denke, ja auch die offizielle Vanguard-Seite mal im Video unten verlinken. Aber wie gesagt, ich hoffe, ich vergesse das nicht. Also nehmt es mir nicht übel. Ansonsten einfach mal in die Kommentare schreiben, ne? Oder ihr könnt auch selber danach googeln. Ist ja nicht schwer zu finden. So, gut, gehen wir mal rein. Schauen, was drin ist. Ich habe immer gehofft, dass hier auch noch ein Booster-Pack enthalten ist, aber ich glaube es nicht. Ich hatte in irgendeinem Starter-Pack mal einen Booster gehabt, aber... Okay, ich habe jetzt gerade gedacht, das ist hier ein Booster-Pack. Aber nee, das ist keiner. Ich weiß nicht mehr, in welchem Starter das war. Also ich glaube, das war... Hier ist nichts mehr drin, ne? Doch. Irgendeine komische Folie ist hier noch. Ja, da war wohl irgendwas drin. Ja, wahrscheinlich der Papierkram. So, die Box ist leer. Ja, was war denn das für ein Starter gewesen? Dragon Ball, glaube ich, ne? Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Müsste ich tatsächlich meine Videos nochmal durchgucken. Ich fand das mit den Symbolen hier übrigens auch immer genial bei Cardfight Vanguard, ne? So, hier haben wir den Overdress First Guide Version 1.3. Das Kartendeck packen wir mal einmal kurz beiseite hier. Das Ding kann auch weg. Und schauen wir mal rein, was das hier ist. Ich glaube, das ist dieser... Ach Gott. Ja. Hier wird so ein bisschen erklärt, denke ich mal, wie man das Spiel spielt, ne? Mit den Unit Cards. How to read a Unit Card. Ich sag mal so, es ist auf Englisch. Ich werde das jetzt hier auch nicht vorlesen, aber ich zeige euch das gerne hier mal so einmal im Durchlauf. Hier haben wir Parts of the Playmat. Die werden wir natürlich, wenn die hierbei ist, auch wieder als Unterlage hinlegen, ne? Ihr könnt das gerne auf Pause machen. Ich hoffe, man kann das so lesen, aber eigentlich müsste die Qualität da völlig ausreichend sein für. So, und dann die zweite Seite. Hier haben wir die einzelnen Ziehphasen und Spielphasen. Ich finde das auch mit diesen Angriffswerten immer so genial, ne? 28.000 Damage da und hast du nicht gesehen, also... Persona Ride, okay. Learn more about your cards. State of the card, type of skill icons. Und hier haben wir diese Icons, type of triggers, die Trigger Icons. Die fand ich, die sahen echt faszinierend aus. Ne? Das hat mich auch so ein bisschen an Lego erinnert. Vom Design her. So. Dann kommen wir jetzt hier zum Rest. Oh, das ist ja auch nice hier unten, ne? Right, Deity Arms, Left, Deity Arms. Ach, das ist die neue Ability. Da muss ich mal gucken, ob wir die Karten, ob wir das so hier in diesem Deck drin haben. Weil das sieht ja mega nice aus, wenn man dann bei drei Karten, wenn man die nebeneinander legt, quasi so ein Artwork hat, das auch zusammenpasst, ne? Das ist cool gemacht. Ach, komm schon hier, du sollst da rein. So. Dann haben wir jetzt hier, ich denke auch noch, ach nee, das ist der Manga-Guide. Hier haben wir den Manga-Guide und auf der Rückseite dann sicherlich die Spielunterlage, ja genau. So, gucken wir uns mal erstmal einmal den Manga-Guide hier an. Wollen wir den offen liegen lassen? Oh, ich krieg das hier schon wieder nicht auseinander. Er ist sehr groß, er würde aber gut hier raufpassen, also... Ich glaube, ich lasse den liegen hier, ne? Wir können aber mal einmal kurz hier auf die Rückseite schauen und uns die Spiel-Playmat
angucken. Wir haben hier oben eine Order Zone, Damage Zone. Dann, ja, keine Ahnung, was das hier alles sein soll. Hier unten haben wir auch nochmal die einzelnen Spielphasen erklärt. Skill-Icons, Typen der Texte und Erklärungen. Hier oben nochmal die Trigger-Deck-Zone. Hier gibt es das Right-Deck, das normale Deck, die Drop-Zone. Ja, also ich würd schon gerne mal wissen, wie man das spielt, ne? Aber ich habe da keine Ahnung. Ich kenne auch leider keinen, der Cardfight Vanguard hat oder spielt aus meinem Bekanntenkreis, ne? Also da bin ich sowieso mit Sammelkarten, ich sag mal, ein kleiner Sonderling, ne? Das wird immer so ein bisschen belächelt. Und viele glauben mir auch immer gar nicht, wenn ich sage, dass die Karten teilweise echt viel wert sein können, ne? Das ist doch bloß bedrucktes, buntes Papier und nee, kannst du mir doch nicht erzählen. Und ja doch, ist so. Ja, also es gibt, ihr braucht euch ja bloß mal Pokémon-Karten angucken. Gibt's eine Seite, Card Market heißt die. Und, da gibt's auch noch andere Kartenspieler. Das ist ja im Grunde, ist das wurscht, welches ihr euch da anschaut. Aber da kann man die auch nach Wert sortieren. Und, da kriegst du wirklich das große Schlottern, wenn du da manche Preise siehst, ne? Ich meine, klar, das ist ein eBay für Sammelkarten. Aber im Endeffekt, die Karten gehen ja teilweise auch für diese Preise wirklich weg. Ja, ich habe auch von Force of Will zum Beispiel eine Karte. Da gibt es nicht mal ein Angebot, so selten ist die, ja. Die ist da zwar zu sehen, man kann die sich angucken, aber die wird aktuell nicht verkauft. Es gibt da keine Angebote, ne. So, wir haben die Holo-Karte vorne. Deswegen würde ich jetzt Folgendes machen und mit euch von hinten das Deck durchgehen, ne? Dann haben wir das nämlich auch gleich wieder richtig sortiert. Also, letzte Karte ist auch schon ein Teil vom Artwork hier. Sealed Blaze Shield Svayan Bu. Das ist diese. Ich muss mal gucken, wenn die anderen jetzt auch noch kommen, können wir die ja nebeneinander hinlegen hier. Da haben. Ne, das haben wir jetzt hier nochmal. Sealed Blaze Shield Svayan Bu. Nochmal. Nochmal. Das ist jetzt schon die vierte. Dann haben wir die linke Seite, das Schwert, Sealed Blaze Sword, Prithivi. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ne? Also, da kommt im Grunde nachher diese andere Karte dazwischen. Und, wir können das nachher auch gerne mal hinlegen vom Artwork, dass man das einmal sieht. Wird bestimmt auch wieder viermal drin sein hier. Der Kartentext hier ist auch immer sehr, sehr klein, ne? Also, hier wird wirklich viel Wert drauf gelegt, möglichst großes Artwork zu haben, das alleine auch schon durch diese Kartenbox wirklich Full Art wirkt, ne? Also ich finde die Karten von Cardfight Vanguard mit unter am schönsten. Also es gibt nicht viele TCGs, die wirklich vom Design und von den Artworks her so genial aussehen, ne? So, dann haben wir hier White Light Dragon Parasoles. Der wird bestimmt auch wieder mehrmals vertreten sein hier, ja. Hat eine Power von 5000. Das ist jetzt, glaube ich, relativ wenig, ne? Ich meine, 5000 klingt nach viel, aber ist eigentlich nicht doll. Also, ich habe schon stärkere Cardfight Vanguard-Karten gesehen. Von daher. So, was haben wir hier? Stealth Dragon Jaingoku. Auch wieder eine Power von 5000. Und komischerweise Shield hier an der Seite 15.000, ne? Aber ich würde zu gerne mal wissen, wie man das hier spielt. Aber ich kriege nicht mal meine Frau dazu bewegt, das mit mir zu spielen. Ja, die verdreht da immer nur die Augen. Die mag ja nicht mal Monopoly mit mir spielen, ne? Das ist ja. Ich bin auch ein Monopoly-Fan. Ich würde das auch gerne spielen. Gerne öfter spielen, aber ja. So, Rushing Dragon Steel Dilofo. Der hat auch eine Power von 5000, aber nur ein 5000er Shield. Auch ein schönes Artwork. Da kann man auch mal sehen, was es so abseits von Magic, Yu-Gi-Oh! Und Pokémon noch für tolle Kartenspiele eigentlich gibt, ne? Und bei Cardfight Vanguard finde ich es auch sehr schade, dass das nicht auf Deutsch verfügbar ist. Also, das wäre so ein Kandidat, das würde ich mir in deutscher Sprache wirklich wünschen. Ich habe auch hier nur so einen einzelnen Starter jetzt. Das ist ja aus dem
einen Paket, das meine Frau mir zusammengestellt hat, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, wo sie einfach mal ein paar Produkte zusammengestellt hat und ich habe mich überraschen lassen, was sie mir dann bestellt hat. Ne? Conduct Spark Dragon haben wir jetzt hier, auch wieder 5000er Power und 15.000 Shield. Auch ein schönes Artwork, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin auf die Holo-Karten schon gespannt, ja. Ob die texturiert sind, habe ich vorhin gar nicht gesehen auf die Schnelle. Da wollte ich mich auch nicht spoilern lassen. Haben wir auch viermal drin hier. So, dann haben wir hier Spiritual King of Determination Olbaria. 5000er Power, aber 50.000er Shield. Das ist natürlich auch ein Hammerwert, ne? Auch ein mega nices Artwork hier wieder. Oh! Escort Stealth Dragon Hayashikaze. Oder Kase, weiß ich nicht. Null Shield, aber 7000er Power. Die erste Karte, die jetzt so ein bisschen stärker ist. Dann, den haben wir nochmal. Alles klar. Nochmal. Und nochmal. Ich glaube, die Kosten hier oben sind auch immer... Also das hier, glaube ich, waren auch die Kosten. Ne? Dieser Grad oder Grade. Ich möchte sagen, das sind die Kosten der Karten, ne? Bin mir nicht sicher. Also wie gesagt, ich kenne mich mit Cardfight Vanguard zu meinem Bedauern echt leider gar nicht weiter aus. Ne? Sealed Blaze Dragon Chirunga. 8000 Power und 5000er Shield. Ja, haben wir hier nochmal. Sicherlich auch wieder viermal vertreten, das Ding. Und nee, dreimal nur. Ja. Dann haben wir jetzt hier Elec Blow Dragon. 10.000 Stärke. Und 5000 Shield. Ist auch schon Grad 2. Ja, den haben wir auch nochmal. Es kann natürlich auch sein, dass die vierte Variante dann in Holo da mit in diesem Stapel noch steckt. Dass deswegen jetzt nur noch 3 sind. Oh, was haben wir denn hier? Sealed Blaze Dragon Ulsalra. Ah, schwer auszusprechen. Grad 3. Power 13.000 und diesmal kein Shield hier. Ist auch mega nice aus, das Artwork, ne? Haben wir auch nochmal. Dragon Empire, Flame Dragon, Critical. Man kann das teilweise hier unten alles gar nicht so genau erkennen, ne? Also hier stehen ja auch noch andere Werte mit dabei. Normal Unit, dann haben wir hier, gut, das... Wird wahrscheinlich so eine Flagge sein vom Empire. Weiß ich jetzt nicht genau. Hier haben wir dann auch die Editionssymbole die Nummerierung DSD06005EN2021. Dann auch das Produktionsjahr. Hier unten den Illustrator. Natürlich in japanischer Sprache. So, Sealed Blaze Dragon Ulsalra nochmal. Sealed Blaze Dragon Ahinsa. Komischerweise jetzt wieder Grad 0. 6000 Power. 5000 Shield. Dann haben wir hier Sealed Blaze Dragon Namorkar. 8000 Power. 5000 Shield. Grad 1. Der andere war eben Grad 0. Sealed Blaze. Ja, das ist nochmal der gleiche. Kann man auch leicht durcheinander kommen hier mit den ganzen Namen. Nochmal. Es ist nicht mehr viel, was hier noch kommt. Ja, also wir haben hier nicht mehr so viele Karten. Schätzungsweise noch 1, 2, 3, 4. Oh, kann ich nicht zählen. Sind zu dicht aneinander. Aber 8 vielleicht noch. Mal gucken. Sealed Blaze Dragon. Halibadra. 10.000 Power. 5.000 Shield. Auch Grad 2 gewesen. Habe ich vergessen zu erwähnen. Ja. Und jetzt haben wir hier noch vier Karten. Sealed Blaze Maiden Bafsargra. 13.000 Power. Also falls ich die Namen falsch ausspreche, korrigiert mich da ruhig mal in den Kommentaren. Ne? Ich kann dafür nichts. Ich weiß nicht, wie die heißen. Ich kann damit nichts anfangen. Sealed Blaze Maiden Bafsargra nochmal.
Grad 3. Ich weiß gar nicht, gibt es einen Grad 4? Haben wir sie nochmal. Und ich glaube, das ist jetzt auch die Holo, ne? Ja. Sealed Blaze Maiden. Buff Sargra in Holo. Das ist so ein bisschen Shatterfoil hier im Hintergrund. Ja, schön finde ich auch die, ja, wie soll ich das sagen? Hier dieser Saum von ihrer Bekleidung, ne? Dass der auch so in Holo gehalten ist. Und das Artwork direkt selber gar nicht. Also, das sticht ja dann auch so ein bisschen hervor. Unten der Powerwert ist noch so ein bisschen in Holo. Der Namensschriftzug hier, ne? Das sieht schon mega nice aus. Die Karte ist nicht texturiert, also hat keine geprägte Oberfläche. Aber der Holo-Effekt ist wirklich mega, mega nice. Und jetzt können wir auch gerne mal das machen, was ich ja am Anfang schon mal angesprochen hatte. Ne? Wir können ja mal diese Karten jetzt links und rechts daneben packen. Dann haben wir nämlich das komplette Artwork hier zusammen. Ich weiß nicht, ob ich das hochgehalten bekomme. Ich gebe mir Mühe. Ich gebe mein Bestes. Kann ich euch das nämlich auch mal in dicht zeigen, ne? Gut, das ist jetzt die Holo-Karte in der Mitte. Die hat natürlich eine leicht andere Farbgebung. Ich hoffe, ich kriege das so einigermaßen. Ich will die Karten nicht beschädigen, ne? So, ja, so ungefähr. Sieht mega nice aus, oder? Sag doch mal ehrlich. Also, links das Schwert, rechts dann noch den Schild. Und ich finde das cool. Dass man wirklich hier so eine Karte hat, wo man das dann ähnlich wie bei den Ninjago-Karten, da hast du ja auch manchmal so eine Puzzle-Karten, ne? Wo das dann hier links und rechts noch daneben kommt und finde ich total cool gemacht. Also ist genial. Sieht auch im Ordner sicherlich schön aus, wenn man das dann so einsortiert, dass man auf der ersten Seite quasi die drei dann auch nebeneinander zu liegen hat, ne? Also ich muss sagen, ist ein schöner Starter. Schade finde ich nur, dass es nur eine einzige Holo-Karte drin gibt, ne? Aber es, so insgesamt trotzdem wunderschöne Artworks hier, ne? Also man bekommt hier auch wieder eine Menge Karten, gerade für Einsteiger, die das mal kennenlernen möchten, die sich auch nicht daran stören, dass das auf Englisch ist, ist das hier eine ganz tolle Sache. Die sind auch nicht teuer, also ich glaube, die haben auch bloß um die 10 Euro gekostet oder so, ne? Das geht immer noch. Da gibt es deutlich teurere Starter. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe es genossen. Ich finde das Kartenspiel an und für sich auch echt schön, ne? Und ja, wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.